Ja, wir sind hier in Weißensee und zwar aus einem nicht so schönen Anlass, weil hier ein Laden aufmachen möchte, der Klamotten unter anderem von Thor Steiner verkauft. Könnte man sagen, ist eigentlich egal, wer welche Jacken anhat. Ist es aber nicht, weil die ganz bewusst und auch ganz erkennbar mit Symbolen aus der Nazizeit spielen. Und das ist gerade hier in diesem Kiez in der Berliner Allee ganz, ganz schlechtes Signal, weil wir haben hier immer mal wieder Auseinandersetzungen und auch Übergriffe und wir wollen nicht, dass das normal wird. Deswegen sind wir hier und demonstrieren gegen Jacken, auch wenn das im ersten Blick ein bisschen komisch aussieht, aber ich glaube, dass das richtig ist. Über Handschuhe an. Na, ich hoffe, dass ich heute relativ viele Pankower und Pankowerinnen, auch wenn es früh ist und Freitag früh, einfinden, um hier deutlich zu machen, dass in Pankow kein Platz ist für rechte Nazi-Klamotten. So. Also ich bin jetzt hier heute früh hergekommen, weil um 10 Uhr hier in der Berliner Allee ein Laden von Thor Steiner eröffnet werden soll. Und das können wir hier in Pankow, wo wir in einem Bezirk sind mit lokalem Aktionsplan, einfach nicht wollen. Das wollen wir nicht. Ich auch nicht. Eine bundesweite Welle der Entrüstung gegen diese neuen. Dort drüben, ein paar hundert Meter weiter, wird demnächst ein Bekleidungsgeschäft aufmachen. Und wir demonstrieren hier im Prinzip gegen Jacken und Pullover und andere Dinge. Und da kann man sich fragen, was soll das eigentlich? Kann nicht jeder anziehen, was er will? Natürlich kann jeder anziehen, was er will. Aber man muss schon darüber aufklären, dass das, was dort aufmachen wird, nicht einfach ein norwegisches Outdoor-Klamottengeschäft ist, sondern ein Laden, der ganz bewusst mit Symbolen der Nazis spielt. Und das auch mit Absicht. Das erkennt man an den Namen, das erkennt man an den Logos. Und deshalb ist das auch ein Laden, der von Politik, Gesellschaft, Zivilgesellschaft, auch von Gerichten kritisch beleuchtet wird. Und wir halten es gerade hier im Kiez an der Berliner Allee nicht für widerspruchslos hinnehmbar, wenn hier so etwas passiert. Es gab hier lange Jahre lang immer wieder Auseinandersetzungen mit Rechtsextremen. Es gibt hier auch nach wie vor Vorkommnisse, wo man sich gegen Leute wendet, die anders aussehen, gegen Obdachlose etc. Und da haben wir gesagt, das nehmen wir nicht hin. Und wenn ausgerechnet hier jetzt so ein Laden aufmacht, dann müssen wir dagegen etwas tun. Wollen wir nicht auch?